Und damit herzlich willkommen zurück, meine kleinen Wiener Würste, zu Part Nummer 9, der Randomizer Red Tag Lore. Wir haben wieder den wunderschönen Spielstand zugeschickt bekommen von dem lieben Present. Und ich habe mich kurz ein bisschen umgeguckt, damit ich auch weiß, wie und was zu tun ist. Ich habe mir die Liste angeguckt, wir führen jetzt auch eine wunderschöne Liste, wo wir die Routen eintragen. Das heißt, ich darf leider keine Encounter holen. Das haben die anderen schon gemacht hier. Mit der wunderschönen Miss mal so kannte ich noch nicht. Scream kann ich noch nicht, Blasmo kann ich nicht und Hübschi kann ich nicht. Das sind vier neue Pokémon, die vom Level her auch alle passabel sind. Und der gute Present, der hat mir tatsächlich die Arena gelassen. Das heißt, wir machen in diesem Part die Arena Nummer 3 gegen den Major Bob. Oder Major Bob, ich habe früher mal Major gesagt. Major Bob. Und das könnte schwierig werden. Aber wir gehen erstmal rein. Ich kann nochmal nachgucken. Wir haben Super Potions, ganz viele. Ein Paralyze Heal, auch interessant. So, ich glaube, wir kämpfen aber erstmal kurz gegen die Trainer. Dann gehen wir nochmal ins Pokémon Center. Und dann ist Major Bob dran. So, was haben wir denn hier für nette Leute? Wir haben einen Teenager mit seinen Knickerbockern. So, Lotoad. 21. Miss mal so. Lotoad sollte Scream eigentlich definitiv safe reinkommen können. Das ist ja unser Mist. Ist ja unser. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das denn nochmal auf Deutsch? Die Entwicklung von Folikon. Das Schöne ist übrigens, da wir auch relativ schnell sind, wird Razor Leaf hier immer critten. Das ist ganz cool. So, und wir haben Miss Magis. Ein Yeist-Pokémon. Wir gehen mal wieder Miss Malzoma-So, weil wir wollen Miss Malzoma-So trainieren und das sieht ziemlich cool aus. Es sieht aus, als würde die rechte Hand so ein bisschen brennen. Was holen wir da rein? Du sollst keine Geister tagen können. Wir gehen mal in Maokao. Magical Leaf finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Das finde ich gar... Was ist mit diesem Projekt los? Warum... Die werden mich doch hassen. Die werden mich doch safe hassen. Aber ich werde hier immer weggecrittet. Seit wann hat Magical Leaf... Warum? Ich töte immer alles. Scream, bitte. Kannst du bitte zurückcritten? Psi-Welle. Wie viel Schaden macht jetzt noch eine Psi-Welle? Okay, zum Glück nicht viel. So, Razor Leaf soll aber nicht killen. Selbst mit dem Crit nicht. Ne, nochmal. Noch eine Psi-Welle ist okay. Es hat gerade 9 gemacht. Mal gucken, Psi-Welle macht ja mal unterschiedlichen Schaden. Ah, das waren schon 15, war ein bisschen mehr. Aber ein dritter Razor Leaf sollte dann auch ausreichen. So, Growl. Ah. Die werden mich so hassen, die Leute, weil ich alles sterben lasse. Aber ihr Problem, wenn ihr mich hier einladen, Mann. Oh Gott, ich hasse mich selbst schon fast. Bei einem schönen Predicted hier auf Magical Leaf, warum auch immer nicht auf Dings. Wobei in der ersten Generation sind die immer auf die Attacke gegangen, die sehr effektiv ist oder die nicht, nicht sehr effektiv ist. Was bedeutet, da wir wahrscheinlich First Psycho sind, kann ich nochmal nachgucken. Na, wir sind sogar Fighting. Eigentlich hätte das Ding dann auf Psi-Welle gehen müssen. Wobei es hat den Switch-Out predicted, weil Gen 1 kann tatsächlich die Switch-Outs predicten. Sehr nett, ne? So. Einmal kurz unsere Pokémon. Wobei ich sollte vielleicht, bevor ich heile, erstmal kurz unser Pokémon ablegen. So, erstmal changen wir die Box, denn wir sind gerade in... Wir sind schon in der 12, okay. Dann packen wir da jetzt Maokao rein. Oh, das Ding hat's... okay, haben wir irgendwas noch? Wir haben, glaube ich, nicht mal mehr... Nein, wir haben nicht mal mehr Ersatz-Pokémon. Wir brauchen ganz dringend den Felstunnel. Wobei ist eigentlich schon jemand auf die andere Seite vom Diktatunnel gelaufen und hat Blitz geholt. Weil 10 Pokémon müssten wir eigentlich haben. Da würde ich mir nämlich mal Blitz holen. Ich meine, ich werde dann wahrscheinlich nicht den... Wir haben Owen 15 Pokémon, okay.
Dann werden wir das danach noch machen, dann holen wir mal Blitz. Auch wenn man es keinem verlernen kann, ich entscheide, lass dann die anderen entscheiden, ob die einem Blitz beibringen wollen. So, wir cutten mal wieder. Und weiter geht's. So, das war ja jetzt Trainer Nummer 1. Was hast denn du Nettes bei? Du sagst, du bist ein Leichtgewicht. Aber bin ja mal gespannt. Du hast einen Sackschutz mit Augen. Weezing. Kann ich da drin bleiben? Eine Attacke sollte ich tanken und ich kann auf eine Konfusion gehen. Sludge. Das sollte ich tanken. Das ist doch nicht... Das ist doch ein schlechter Witz. Was? Willst du mich gerade eigentlich dumm ficken? Und noch ein... Und... Das Crift. Das war das Crift. Warte mal. Es hat wie viel gemacht? 20, 24. Ja, das muss ich noch tanken. So, das nächste reicht. Speed ist gefallen. Warum kriege ich jetzt Poison-Schaden? Weder wieder. Okay, immerhin nicht. Und jetzt können wir mit dem Bubble Beam immerhin das Ding rausnehmen. Oh Gott. Ich möchte einfach nicht sterben. Weil Reiser auch noch. Und dann gehen wir in Scream und werden es wegcritten in der Hoffnung, es hat... Gott! Razor hat sich gehen lassen. So, Razor lief. Bitte. Kann es jetzt... Es wird eh wieder critten, weil erhöhte Crit-Chancen, das tut's dann immer. Aber, okay, es reicht für einen One-Hit, sehr gut. Ich kann gleich wieder in die Box gehen. Nett. Und, Mess-Prit. Da bleibe ich mal drin. Das Ding ist erstaunt. Oh, jetzt ist sogar der Razor Leaf hat gemisst und das Ding auf Rest. Okay. Wie viel Schaden macht hier der Crit? Nicht viel und Konfusion kommt. So, normal Razor Leaf und wenn er jetzt nicht gerade auf Rest gegangen ist, dann sollte es das auch gewesen sein. Konfusion, okay. Jetzt nicht die Verwirrung. Aber der Crit. Oh mein... Ich bin vom Pech verfolgt. Und natürlich restest du jetzt. Mistvieh. Aber werden wir weiter Razor leaven. Uns bleibt da nichts anderes übrig. Da ist mir ganz kurz der Kloß im Hals stecken geblieben. Hatte ich gerade ein bisschen Angst. Okay. Noch Razor leaf und du bist jetzt, du bist auf Rest. Und das war die erste Runde. Das heißt, du wirst nochmal schlafen. Das heißt, du bist jetzt gleich tot. So. Also, richtig, dauert ja einen kompletten Zug, um aufzuwachen. So, und jetzt stirb bitte. Dankeschön. Gut, dass ich in Box 12 geblieben bin, ne? Daddy hat Q-Ball besiegt. Ich lauf dann mal zurück. Wie viel? 26 KP. 24. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ne? Jo, 17, 16, 15. So. Dann geht Miss mal so, mal so. Die ist jetzt mal so wieder in der Box. So, dann heilen wir die restlichen Pokémon. Viel bleiben uns ja nicht mehr. Es wird ein interessanter Arena-Kampf. Mal gucken, ob wir am Ende mit einem Pokémon überhaupt hier noch rausgehen. Wunderschön. Wunderschön. Die werden mich so hassen. Wenn die das hier sehen. Aber ich kann nichts dafür. Es waren alles Crits. Jedes Mal ist durch ein Crit gestorben. So, ja, wir lassen jetzt Scream gleich vorne.
Und werden jetzt noch gegen den letzten Trainer kämpfen. Und dann werden wir danach, wir müssen nach jedem Kampf gerade ins Pokémon Center. Also auch ein bisschen. Naja, so, okay. Ach ja, wir kämpfen gegen Bruno. Wunderschön, Bruno will kämpfen mit einem Happini. Das ist okay, weil du solltest eigentlich an einem Rasierblatt-Crit sterben. Und ich drücke auf Tackle, weil ich zu schnell geklickt habe. Was kommt jetzt? Pfund. War es okay? Gehen wir nochmal auf den Tackle. So. Du bist besiegt. So. Und ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Aber ich werde das jetzt ganz kurz speeden. Oh, verdammt. Sollte ich nicht so hastig machen. Weil auch wenn es nur 5 KP sind, möchte ich trotzdem ins Pokémon Center gehen. Weil ich kenne mein Glück. So. Dann werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich die restlichen, wir haben noch ungefähr 15 Minuten. Warte, hier war kein Item, ne? Nein. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich ewig rumstruggeln, bis wir die Schalter finden. Ne, da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Hey, da ist ein Schalter. Und nein, da ist nix. Und da ist der andere wieder zurück resettet. Dann war er doch da oben. So, da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Ich fühle mich gerade wie in den YouTube-Trends. Und da habe ich Timos Tweet geklaut. Ich fieser Bad Boy. So. Kann der jetzt irgendwo mal sein? Da ist ein Schalter. Und komm, ich kenne mein Glück. Es ist jetzt wieder der untere, oder? Na, jetzt war es der obere. Mann! Okay. Haben wir hier einen? Nein. Haben wir hier einen? Nein. Haben wir hier? Natürlich nicht. Come on. Komm schon. Ne? 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 Da ist ein Schalter. Ich nehme den rechten. Wir müssen deutsch denken. Und das deutsche Denken hat es uns hier gemacht. Wunderschön. So. Ich werde jetzt hier trotzdem einmal in-game kurz speichern. Und dann würde ich sagen... Habe ich genug Tränke? Ich habe Max Potion. Ich habe... Okay, wir packen das. You won't live long in Cormorant. Warte, ich muss das so richtig betonen wie ein Amerikaner. I tell you, kid, electric Pokémon saved me during the war. Wobei, ich kann nicht Russisch machen. They zapped my enemies into paralysis. The same as I'll do to you. Und sollte ein Russe oder eine Russin zugucken, es tut mir leid, ich kann diesen Akzent nicht. Ich komme aus Schwäbisch. So, wir kämpfen gegen Lorelei mit einem Pokémon. Sneasel. Nun ist die so 28, Halleluja. Wir gehen einmal auf den String Shot Metal Claw. Sollte aber nicht so viel Schaden machen. Nee. Wir gehen einmal auf den Fadenschuss. Damit wir jetzt auf jeden Fall schneller sind. Und dann gehen wir auf... Hat sich gelohnt? X-Tempo? Damit ist er wieder schneller. So, und wie viel Schaden macht? Das war okay. Dann gehen wir nochmal auf den Razorleaf. Agilität, jetzt will er aber richtig schnell sein. Jetzt hat er keinen Bock, dass ich ihn wieder langsam... Und natürlich misst mein Razorleaf Quick Attack. Das macht auch ganz guten Schaden. Okay, nein, wir kriegen hier keine Roll. Aber wenn wir jetzt selber mal kurz einen Super Potion benutzen... Wir haben Hübschi als Reserve, also wir sollten diesen Kampf eigentlich gewinnen. Er hat sein Pokémon nicht hochgeheilt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf Razor, Quick Attack. Können wir treffen, dann ist der Kampf vorbei. Dankeschön. Und wir gewinnen Orden Nummer 3, den Donnerorden. So. Kein Level Up und wir haben Lorelei besiegt. Sehr gut. Wir kriegen jetzt auch eine neue TM. The Thunder Badge. Okay. So, wir können jetzt immer fliegen, was wir nichts bringt, da wir das nicht haben, so. Ja, es hat keinen Donnerblitz, da das hier gerandomized ist. Und zwar ist das... Rest. Ja, nee. Nehmen wir mal nicht. So. Wir werden jetzt unsere Pokémon nochmal kurz hochheilen. Und dann werden wir durch den Diktatunnel gehen und werden uns Blitz holen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen, kriegen wir da irgendwo einen Encounter? Wir könnten Sneaky machen und nach Azuria City gehen, um unten zu angeln, da wir ja eine Angel haben.
Kann man in Vatania City oder... In Vatania City können wir auch tatsächlich angeln. Und da gab es keinen Encounter. Das heißt, wir könnten rein theoretisch, wenn wir durch den Diktatunnel gehen und Blitz holen, könnten wir da noch hingehen. Ich kann auch nochmal nachgucken. Moment. Ich glaube, ihr habt kurz keinen Ton, weil das Ding immer aussetzt. Vatania Wald. Nee, tatsächlich nicht. Das können wir tun. Und das tun wir doch dann auch. Haben wir die Angel auch dabei? Old Rod haben wir. Und 19 Pokebälle. Dann machen wir das. Komisch. Der Sound war ein bisschen strange gerade. Und hier ist ein Grabbit. Schade, dass wir hier schon einen Encounter haben. Grabbit wäre cool. Ja, aber wir runnen natürlich weg. Mal gucken, wie viele Pokémon hier kommen. Ich hätte mir vielleicht ein, zwei Schützer kaufen sollen. Ein Kraskelregen. Das sieht aus, als hätte es Melonenflügel. Das sieht legit aus wie Melonen. So Melonenstücke. Ich hoffe wirklich, da kommt jetzt nicht zu viel. Ich speed das mal ganz kurz. Falls das für euch okay ist. Ein Present! So. Musik ist nice. Warte, hier oben war keiner, oder? Kein Item. Oder? War hier nicht ein Item? Oder bin ich gerade blöd? Okay, hier war keins. Oh, ich liebe diese Musik. So, erstmal, du oben willst traden. Willst du vielleicht ein Dodo? Du suchst nach Yugong und gegen Schwalboss. Tut mir leid, ich habe leider keinen Yugong. Ich hätte dir ein Dodo gegeben. So. Jetzt cutten wir hier erstmal durch. Weil die Leute sollten sich hier, glaube ich, die Encounter noch nicht... Oder die Encounter. Die Items und so nicht geholt haben. Von dir hätte ich gerne jetzt erstmal Blitz. Ja, ich habe 10 Pokémon gefangen. Also, Daddy, hast du die 10 Pokémon? Ja, ich habe die 10 Pokémon, mein Sohn. Dankeschön. So. Jetzt können wir da runtergehen, weil hier hat es noch nette Items. Ein Feuerstein. Das ist ziemlich cool, falls Present mal einen Fukano findet. So, was haben wir noch? Ein X-Angriff. Das ist jetzt eher nicht so nice. Und hier lag doch, glaube ich, auch noch irgendwo ein Item, oder? Als ob hier kein Item war. Wem wollen denn das erzählen? Okay, die wollen es anscheinend mir erzählen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach durch. Cutten uns hier nochmal durch. So. Und jetzt sind wir in Vatania City. Die Musik hat gechanged. In Mamoria hat es kein Wasser, soviel ich weiß. Aber hier können wir in Vatania City angeln. Wir haben in Vatania City noch keinen Encounter. Deswegen holen wir uns den jetzt mal. In der Hoffnung, da vielleicht ein nices Pokémon zu finden. So, was haben wir denn? Irgendwas Cooles? Wir spielen mit Dupes Claws, ne? Also ich gehe davon aus, dass wir mit Dupes Claws spielen. Weswegen ich nochmal ganz sicher nachgucke, dass wir in Vatania City... Ja, wir haben nur in Vatania Wald ein, okay. Also alles safe. So, da gab es tatsächlich auch ein Medity. War ein Dupes Claws, deswegen darf ich das hier nochmal machen. Ich denke mal, dass wir mit Dupes Claws spielen, beziehungsweise mit freiwilliger Dupes Claws, aber trotzdem will ich hier natürlich noch ein anderes Pokémon. Man muss ja Abwechslung zeigen. Außer hier gibt es natürlich nur, kann es sein, dass es hier nur Medities gibt. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich nur Medities. Ich weiß halt nicht, wie es mit der Dupes Claws ist. Also normalerweise ist bei mir der Dupes Claws so, ich flüchte hier jetzt mal, dass ich es nicht fangen werde. Ich werde die Route auch nicht aufschreiben und ich werde danach die Leute mal fragen, wie das eigentlich ist wegen Dupes Claws. Sonst kann man hier nämlich tatsächlich nochmal Mediti fangen, wenn wir machen, dass das freiwillig ist. Was ich mich frage, hat sich Timo eigentlich im ersten Part hier den Trank geholt? Okay, hat er. Gut gemacht, Timo. Sehr gut, bin stolz. So, wir gehen aber jetzt nochmal zurück. Haben wir uns die Karte damals geholt? Timo hat sich nicht die Karte geholt, ne?
Mensch, Timo, die Karte muss man sich doch holen, die ist wichtig. Gerade wegen den Routen. So, können jetzt hier unten nochmal angeln. Oh, guck mal, da steht Rot. Der beginnt sein Abenteuer auch bald. Wo ist das Old Rod? Mal gucken, gibt's ja auch Mediti. Werden alle Carpados einfach durch Meditis ersetzt, ist die Frage. Und Mediti war dadurch unser Encounter für Urania City oder so. Ja, das sieht mir so aus, dass alle Carpadors ersetzt werden. Ja. Okay, dann werde ich wohl wieder zurücklaufen durch den Diktator-Tunnel. Wir haben immerhin haben uns Blitz geholt. Das heißt, wir könnten Paul jetzt auf die Reise schicken in Richtung Felstunnel. Oh, hier gibt es auch einen. Ich dachte immer früher. Liviani, wie hieß es? Matrifol, jetzt habe ich den Namen. Ha, ewig später. Ich könnte es jetzt aus Prinzip fangen und sagen, es war ein Shiny, aber ich glaube, dann würden die mich töten. So. Das heißt, mit der Old Rod zu angeln, wird uns in diesem. Hier gibt es einen Dragoran. Nett. Aber ich werde Paul dann, glaube ich, noch nach oben bringen. Damit er dann direkt weiß, ey, ich kann auf die Route gehen. So. Das heißt, auf und davon. So. Gehen wir hier gleich durch, weil dann müssen wir nicht durch den Verdania-Wald. Wir haben ein paar Pokémon verloren. Ah, schön. Das sind doch die guten Nuzlocke-Projekte, oder? Wo man schön Pokémon verliert. Am besten werden noch alle weggecrittet. Du machst das Projekt mit anderen Leuten, die dich dafür hassen werden, dass alles bei dir stirbt. Ha, wunderschön. So lässt sich's doch leben, oder? So, hier rechts, da war ja der Verdania-Wald. Cutten wir uns hier auch nochmal durch. Ich glaube, ich krieg keinen Encounter mehr, nicht in diesem Part, ne. Wir können nur eine Sache machen, die mir gerade einfällt, da wir jetzt eh den Zerschneider haben und hier sind, dann werde ich den Part wahrscheinlich ein bisschen länger machen, damit ich zumindest nochmal durch den Diktator-Tunnel zurückkomme. Aber da oben gibt es noch den Altbernstein. Das ist noch ein neues Fossil und das nehmen wir doch auch gerne mit. Man muss ja alles mitnehmen, was man kriegen kann, ne? So. Nochmal durchcutten. Ha, ich muss an der Stelle mal cutten. Versteht ihr, das ist lustig, weil hier ein, weil hier gerade ein Video läuft. So. So. Ich nehme es mit ins Pokémon-Labor. Old Amber, Dankeschön. Die Amber nehmen wir mit. Und dann geht es jetzt aber mal zurück nach Urania City und dann hoch nach Azuria City. Haben sie sich die Items im Tunnel geholt? So viele Fragen, die offen sind, ne? So viele Fragen. So, dann können wir jetzt wieder zurück und ich glaube, seid mir nicht böse, aber das werde ich wieder kurz speeden, weil das will, glaube ich, keiner sehen, weil ich eh nur flüchten werde. Klick, die Klack. So, hier ist nochmal ein Present und da sind wir auch schon wieder durch. Okay, sonst gibt's mit Zerschneider. Eine Frage, die ich noch habe. Die haben noch nicht mal die Route gemacht? The fuck? Mach die scheiß Route noch fertig. Das ist gutes Training. Und das brauchen wir definitiv bei unserem Pokémon. Oh. Manaphys ist tot. Okay, dann werde ich Paul wohl doch hier stehen lassen. So, wir haben Burglar defeated. Eine Sache, die ich aber schon mal machen möchte, weil ich sonst wahrscheinlich nicht dazu komme und ich bin mir sicher, dass manche das potenziell vielleicht vergessen. Komme ich hier durch, ohne zu kämpfen? Du willst nicht kämpfen, ne? Nein, du willst nicht. Da gehen wir oben rum. Du willst nicht kämpfen. Den Encounter haben sie. Okay, war wohl auch ein Seemann, was sie hier gefangen haben. So, okay, gegen dich müssen wir einmal kämpfen. Damit wir da durchkommen und den nochmal. Da ist wohl ganz kurz die Feuerwehr explodiert. So, du hast ein Skeptile. Das ist ein bisschen fett geworden hier. Da können wir aber kurz auswechseln. Wir holen mal Hübschi rein. Ich will wissen, wie Hübschis Backsprite aussieht. Hübschi ist. Ja, ziemlich Night Slash. Uncool.
Dürfen wir jetzt eigentlich Firespin benutzen? Ich weiß nicht, aber wir sind eh langsamer. Deswegen critte mich du ruhig tot. Das ist okay. So. Level 25 für Scream. Und Level 25 für Hübschi. Ein Chansey. Da werden wir Scream reinholen, weil da möchte ich definitiv critten. Und das wird nämlich gute Erfahrung geben. Sehr gute Erfahrung. So. Razor Leaf mit Chansey. Das war ein Crit? Das war ein Crit? Ich meine, klar, es ist ein Chansey, es hat viele KP, aber die Def ist halt bei dem Ding echt nicht gut. Da müssen wir nochmal critten und nochmal critten. Okay, so und Double Slap. Bitch slap dich doch selbst. So. Wir sind jetzt auch bei 26 Minuten. Das heißt, ich hole mir jetzt nur noch das Item hier unten und das Item da oben. Und den Rest darf dann wohl Paul machen. Hier komme ich nämlich durch. Das war hier, ne? Ne, hier war's. Ein Aether, okay. Ist der Relaxo-Sprite sieht anders? Ne, der Relaxo-Sprite sieht wenigstens so normal aus. So. Ein HP-Up nehmen wir auch noch mit. So, ich werde hier Paul definitiv, will ich? Nein, ich lasse ihn da unten, damit er selber entscheiden kann, ob er da kämpfen möchte. Das war's wieder für den Part. Den nächsten Part seht ihr natürlich wieder beim guten Octopaul. Ich werde habe euch natürlich auch die anderen Parts unten hoffentlich verlinkt. Und ja, den nächsten Part gibt es wieder bei Paul, also schaltet auf jeden Fall morgen bei Paul ein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann entweder bei Paul oder zum 4, 9, 14. Part wieder auf diesem Kanal. Bis dann und ciao.